Aus irgendeinem Grund ist es gesellschaftlich akzeptiert, wenn man sich als erwachsener Mensch gerahmte Bilder an die Wand hängt. Aber wenn man klassische Poster benutzen möchte, da rümpfen viele Leute schnell die Nase, weil man angeblich ab einem gewissen Alter zu alt dafür ist. Was macht man aber, wenn man jetzt total auf Poster steht und die unbedingt an die Wand hängen möchte, aber keine Lust hat auf blöde Kommentare, wenn mal Besuch vorbeikommt? Dann nimmt man unsere wunderschönen neuen Metallposter. Von denen gibt es ganz unterschiedliche Designs, hauptsächlich jetzt zu den Themen Marvel und Star Wars. Aber so unterschiedlich die Designs sind, eins haben die Bilder alle gemeinsam. Sie sind extrem hochwertig gearbeitet und vor allem haben sie sowas, ja, ich kann es gar nicht besser beschreiben, sowas Künstlerisches. Das merkt man auch, wenn man sich die Rückseite etwas genauer anschaut. Dort erfährt man nämlich, dass das Bild immer einzeln hergestellt wurde und das Ganze ist sogar nummeriert und wurde mit der Unterschrift des Production Masters ausgestattet. Der Verpackung liegt dieses unscheinbare Teil bei. Es ist auf der einen Seite selbstkleben und obendrein ein ziemlich starker Magnet, den ihr direkt an die Wand kleben könnt. Und das hat auch den großen Vorteil, dass ihr nicht ganz so genau arbeiten müsst, wenn ihr das Poster anbringt. Einfach weil ihr viel mehr Spielraum habt und das Poster noch ein bisschen nach links oder nach rechts verschieben könnt. Oder ihr wollt einfach mal die Reihenfolge von den Postern verändern, dann macht ihr das einfach. Das ist ja der Vorteil von Magneten. Einfach abnehmen, zack, ihr seid sofort wieder fertig. Ich mag ja auch klassische Poster sehr gern, das gebe ich zu, aber ganz ehrlich, die Metallposter wirken schon nochmal ganz anders. Ich kann mir die besonders gut in einem Flur vorstellen, ja, als so eine Bildergalerie, aber auch ein einzelnes Bild macht schon ordentlich was her.